Ed bleibt einfach stehen. Nova, was war es? Crash! Matrix. Und wird gebrochen. Oh, Crash! Crash! Oh! Lights go out in Singapur. Ed bleibt einfach stehen. Nova, was war es? Crash! Jedi Lions War ist tot. Riesen Crash. Holy shit. Safety Car. Wir haben eine Menge 5 Sekunden Zeit, Buff, die ich jetzt erstmal aufschreiben muss. Was ein Crash. Diese 5 Sekunden Zeitstrafen, die bleiben vor allem. Weil es ein volles Safety Car ist, können diese 5 Sekunden Strafen nicht zurückgenommen werden. No. Ja, Matrix. Ui, da fliegen noch der Flügel von ihm bis ein Profi. Au, 5 Sekunden. Noch mehr was ist das? Warum das werde ich später alles aufschreiben. Warum sind da so viele Zeitstrafen? Weil die ineinander reingefahren sind. Unter dem Safety Car gibt es eine Zeitstrafe. Und die müssen jetzt alle warten 5 Sekunden. Was? Guck mal, wie die alle stehen. Es werden einige geholdet. Es werden so viele geholdet. Ja, die haben alle die 5 Sekunden Strafe. Ja, auch geholdet, weil die in der gleichen Box sind. Weil sie auch in der gleichen Box sind. Helion ist tot. Helion ist tot. Was ist das? Unter dem Safety Car ist Helion tot. Du musst auch denken, dass noch einige in der gleichen Box sind, weißt du? Ja. Und deswegen, Doodles, 5 Sekunden Zeit. Wie willst du das alles aufschreiben? Von MVR geht er neben ihm. Und er geht around the outside. MVR ist vorbei an Matrix. Und wird gebrochen. Oh, Crash! Crash! Oh! Was? Holy. Das muss ein Safety Car geben. Wir haben 2 Tote. Ich hab schon gedacht, das kann doch nicht sein. Was machen die zwei? Wir haben kein Safety Car. Wir haben nur eine gelbe Flagge. Wir haben nicht mal ein virtuelles Safety Car. Es geht weiter. Zieht nochmal ab und jetzt ist das Rennen wieder frei. Es wird wieder aufs Gas. Nein, Mann, zu früh. Fips, du musst Nein, Mann, wieder vorbeilassen. Das ist vor der Stadtziellinie. Lickert ist vorbei. Oh, Ibims, ein Profi, bleibt an der Linie. Side by side, they go. Und Lickert ist wieder vorbei. Lickert kriegt Traktion. Und WW hat direkt Abstand gewonnen. So, Planet ist direkt dahinter. Round the outside. Nein. Oh, das wird eng. Oh, ganz knapp an der Mauer vorbei. So, Fips ist schon direkt hinter Bayern Eco. Yo, ich bin bei Fips. Ich bin auch bei Fips. Fips wird vorbeigehen. Neimann ist von Jack überholt worden. Hobbyplayer ist an Neimann dran. Neimann laggt ein bisschen. Ich würde ein bisschen aufpassen, Hobbyplayer. Wir sind jetzt bei Bayern Eco. Fips ist vorbei. 3 White, Achtung! Ja, ich guck. Den Kuri Hobbyplayer und Neimann. Oh, da hat sich einer gedreht. The Track. Lickert an WW. Sie berühren sich. Switchback? Da kann er nicht rein, Gut gemacht. Er hat den Körper berührt. Das könnte ihm den Next ruiniert haben. Und Bladic ist direkt dahinter. Ja, ich gucke auch noch, was Bladic sehe ich dann. Da geht Lickert! Da dreht er sich und ist vorbei. Man weiß es nicht. Wir gucken es auch mal aus der Sicht. Sie berühren sich. Und jetzt macht es den Kuri den Platz frei. Ja, macht er. Er lässt sie vorbei und will Elias direkt mit. Nein, die Tür wird direkt zugemacht. Ja? Das sieht man. Oh, Angriff von Fips. Und berührt. Da war er berührt. Ja, da hätte Fips vielleicht mehr Platz lassen können, aber. Ich glaube, Fips ist einfach gerade salty. Er wurde einfach nur aufgehalten. 39,3 ist auch sehr schnell. Ich hab's dir gesagt. Man, guck dir Jack Catman an. Jack Catman, ja, ich schau's von Hobbyplayers Sicht aus zu. Jack Catman ist vorbei. Sehr schön. So, ich bin ein Profi, ist sehr nah dran. Elias ist vorbei an Doodles und hängt jetzt an Hobbyplayer. Elias kommt von hinten angeschossen. Und jetzt an WW. WW geht innen. Und Ibims, ein Profi, geht außen. Und vorbei. Fips will direkt mit durch, aber schafft es nicht. Aber jetzt vielleicht mit dem Angriff auf Hobbyplayer, den WM-Führenden. Macht er den Move? Er macht den Move! Und er berührt. Aber nichts Schlimmes. Nochmal. Fips wird gedreht. Fips dreht. Jetzt muss Elias vorbei. Elias hat schon wieder Pech. Hobbyplayer muss erst. Er ist vorbei. Fips vor die Nase zugeschlagen. Elias ist vorbei, oder? Wo ist Fips? Da ist Fips. Okay. Ja. Doodles ist noch daneben. Wo kommt Ton? Ui, Alter! Doodles hat Nasenschaden. Rechts vorne. Elias, er hat einen guten Exit.
Jetzt an Hobbyplayer dran. Hobbyplayer, mach zu. Elias geht around the outside. Oh, das ist Jack. Elias. Oh, die Cam. Da ist Hobbyplayer. Und es sieht so aus, als wenn Elias Hobbyplayer überholt hätte. Elias an WW. Geht auch noch an WW vorbei. Oder? Sie sind noch side by side. Oh, es wird eng, es wird eng. Bitte stech nicht rein, WW. Sei fair. Ibims, ein Profi ist tot. Ibims, ein Profi ist tot. Ibims, ein Profi ist tot. Hobbyplayer wollte gerade gegen WW probieren. Das hat auch nicht geklappt. Ich gehe lieber hier, weil hier sieht's gut aus. Doodles geht nach außen. Fips geht rein und dreht Doodles in die Wand und sich selbst. Beide haben sich gedreht. Crash in Kurve 1. Fips hat wieder jemanden gedreht. Speedies ist der Leit. Er dreht sich wieder. Frontflügel. Fips Reifen sind hinüber. Fips der Frontflügel ist, damit sind Punkte weg. Er ist weg. Oh, und er frustriert jetzt hier in die Wand. Doodles ist tot. In der Kurve. Genauso wie sich Fips gerade fast gedreht hat. Und da fährt Bladic auf die Zielgerade. Glückwunsch zum Sieg. Geil. Zweiter Sieg. Was ein Rennen. Doppelsieg von Bladic. Sag Hallo zum Stream. Elias, wenn du noch ein bisschen ERS gespart hättest im Mittelsektor, dann wärst du vorbeigekommen. Nee, wäre ich nicht. Glaube ich nicht. Was war das für ein Rennen? Ganz, ganz komisch irgendwie. Eine sehr gute Aufholjagd von mir, aber naja.